Hi Leute, mein Name ist Ferry und danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Leute, ich habe das so sehr vermisst, nach so langer Zeit, nach 3 Wochen jetzt, mal wieder ein Video zu drehen. Ich weiß, dass meine Haare aktuell viel zu lang sind, aber ich bin ein Prüfungsmodell für Jasmin und daher kann ich auch meine Haare aktuell nicht kürzen, aber auf jeden Fall, ja. Das Ding ist einfach, es fühlt mich, diese Lunge. Auf jeden Fall, ich fühle mich selber persönlich gerade aktuell so unwohl, aber ja, was soll man machen, ist halt so, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte mal ein Video drehen, was einfach jetzt irgendwie mal so fertig sein kann und was ich jetzt einfach mal so fertig hinkriegen kann, weil einfach aktuell wirklich der Fall ist, dass ich alle 2 Tage häufige Nachrichten auf Insta direkt bekomme von Zuschauern und so viele stellen einfach immer dieselben Fragen, dass ich mir einfach dachte, okay, Ferry, es wäre mal sinnvoll, wirklich diese Fragen komplett in einem Video rein. Eine Zuschauerin von mir ist so lieb gewesen und hat mir halt auf Insta direkt geschrieben, komplett alle ihre Fragen, weil ich glaube Anfang nächsten Monats oder so, ich weiß jetzt nicht, also ich bin mir jetzt nicht absolut sicher, aber auf jeden Fall, dass sie jetzt in Kürze irgendwie einen Husky holt und sie hat halt meine Videos gesehen und hat halt ihre Fragen gestellt und ich habe auch die beantwortet, aber dann hatte sie auch noch andere Fragen, die ich auch noch beantworten könnte und daher dachte ich mir einfach, okay, kann ich extra ein Video dafür drehen, zum Beispiel, dass wenn jetzt irgendjemand wieder auf Insta direkt mir schreibt und halt sich bald einen Husky holt und diese Fragen, die einfach diese Person hat, dass ich dann einfach den Link schicken kann und dass die Person sich dann dieses Video jetzt anguckt. Die erste Frage ist, was muss ich alles holen, wenn ich einen Husky bzw. einen Hund hole? Also das erste, was du auf jeden Fall holen solltest, ist natürlich den Napf, das Geschirr, Leine. Leute, ich fühle mich so unwohl wegen meiner Haare, wie lang die sind, Alter. Sieht aus wie eine Perücke. Und was ich euch auch noch wirklich dringendsten empfehlen kann, ist, kauft euch auf jeden Fall so eine Zeckenzange. Die nächste Frage von ihr ist gewesen, wie transportiere ich am besten meinen Hund? Also ich habe meine Hunde, okay, Mirima wurde nach Hause gebracht zu mir von dem Besitzer und Floyd habe ich einfach am Arm gehalten. Also ich habe ihn die ganze Zeit so mit der S-Bahn und so nach Hause getragen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Transportbox holen oder so, aber ich finde es unnötig. Also muss nicht unbedingt sein. Außerdem dein neuer Hund, ja? Halt ihn mal an den Arm. Die nächste Frage ist, ob es schlimm ist, wenn sie ihren Hund mit dem Zug nimmt, anstatt wie mit dem Auto. Das Problem ist, wenn du daran denkst jetzt, stell mal vor, dein Hund muss Pipi oder kacken oder so und du sitzt mitten im Zug, was willst du machen, wo willst du hin? Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Keine Ahnung, ganz ehrlich, wenn dein Hund kackt oder so, dann wisch das einfach weg oder mach irgendwas. Und von Welpen kann die Kacke auch nicht so groß sein, dass jetzt keine Ahnung was kommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es schlimm ist oder nicht, aber schon ein bisschen komisch, wenn dein Hund einfach am Zug kacken würde, oder? Sag mal, Leute, seid mal ehrlich, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wäre schon ein bisschen komisch, oder? Die nächste Frage ist, wie oft sollte ich zum Tierarzt? Also das ist so oder so, wenn du einen Welpen geholt hast, dass bevor man eigentlich nach Hause geht oder am nächsten Tag oder am gleichen Tag, dass man sofort zum Tierarzt geht und seinen neuen Hund Welpen erstmal überprüfen lässt vom Tierarzt. Also danach wird er ja geimpft und so alles und dann sagt dir dein Tierarzt, wann die nächsten Impfungen sind. Also ich weiß jetzt nicht, wann du, also ich kann dir halt nur sagen, dass wenn du deinen Welpen geholt hast, dass du sofort zum Tierarzt gehen musst. Und die nächste Frage ist, wann merke ich das, wenn mein Hund krank ist? Also bei meinen Hunden merke ich das auf jeden Fall, wenn die, okay, meine Hunde sind noch nie krank geworden, aber worauf man wirklich achten sollte, ist zum Beispiel, wenn sie Fieber haben oder so, kann man ja nur an den Pfoten oder an den Ohren oder in der Mundhöhle irgendwie anfassen und daraus, wenn es sehr warm ist, dass wenn die Fieber haben. Und wenn dein Hund auf jeden Fall das Essen verweigert, dann solltest du dir auf jeden Fall wirklich Gedanken darüber machen oder darauf gucken, wie die Kacke ist von denen. Leute, ich weiß, es ist gerade ein bisschen eklig, aber was soll ich machen, ist halt so. Du musst einfach gucken, ob die Kacke normal ist oder anders ist, weil, okay, Hundebesitzer, verstehe mich jetzt, wir wissen, wie die Scheiße von unseren Hunden aussieht, ganz ehrlich. Die nächste Frage ist, wie oft muss ich meinen Welpen füttern? Also ich habe meine Hunde immer, ja, 3-mal am Tag Essen gegeben. Und meine Tierärztin hat immer gesagt, meine Hunde haben ein perfektes Gewicht. Also meine Tierärztin hat mich immer gelobt. Keine Ahnung, Leute, ich habe das immer nach Kopf gegeben. Irgendwie gefühlt, ich habe mehr gegeben, aber ja, ich habe ihn jetzt nicht, Leute, man muss aufpassen bei Huskies mit dem Gewicht und so, ne? Also er sollte auf jeden Fall nicht zu fett sein. Und Leute, ihr könnt das so oder so machen. Hinten bei der Verpackung, bei dem meisten Hundefutter, was man holt, also du kannst schauen, in welcher Gewichtsklasse dein Hund ist und in welchem Alter er ist. Das ist alles hinten halt angezeigt. Und dann kannst du es da lesen und wie viel Gramm du auf jeden Fall deinem Hund geben solltest. Wenn du einen Welpen hast,
Wenn du ihm was zu essen gegeben hast, geh sofort raus mit deinem Hund, weil dann wird dein Hund sonst in die Wohnung machen. Die nächste Frage ist, ob ich Veränderungen vom Charakter meines Hundes merke. Also ich muss ehrlich sagen, bei Michtima hatte ich halt nicht das Problem, aber bei Floyd ist das so gewesen, dass er nach einem bestimmten Alter halt versucht hat, mich zu dominieren und zu konkurrieren, weil ich bin so gesehen der Rudelführer und er hat halt versucht, mich anzumachen, so ein auf jetzt bin ich der Boss. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ihn auf den Rücken gedreht und habe ihn dominiert. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber tja, ich habe es halt durchgezogen. Weil ganz ehrlich, der Husky-Farmbesitzer Daniel Horst hat mir damals gesagt, dass ich das machen soll und der hat 40 Huskies und er weiß auf jeden Fall, was er sagt, wenn er 40 Huskies hat. Er meinte, bei den Hunden machen die sich auch untereinander so irgendwie aus und deswegen habe ich meinen Hunden auch halt gezeigt, wer der Boss ist und ich bin der Boss. Von daher können meine Hunde auch nicht das machen, was sie wollen. Und ja, so an sich, dein Hund wird so oder so dein Wesen, wie du als Person bist, wie du vom Charakter bist, wird er auf jeden Fall vieles an sich. Ich sag immer so, so wie du bist, wird dein Hund auch werden. Und meine Hunde sind auch so auf eine Art und Weise wie ich. Bisschen verschmust und verrückt und so, aber auf jeden Fall liebevoll. Die nächste Frage ist, wie habe ich das hinbekommen, dass meine Hunde auf jeden Fall Deutsch und Türkisch verstehen? Also, Leute, ihr müsst einfach daran denken, egal welche Sprache du sprichst, so, also, wie soll ich das jetzt sagen, aber Hunde wissen doch gar nicht, welche Sprache was ist, so, die wissen nicht, was Deutsch ist, die wissen nicht, was Türkisch ist, du kannst die Wörter so nennen, wie du willst, du kannst auch ein komplett neues Wort erfinden, zum Beispiel für Sitz oder für Platz oder Gepfote oder so, und wenn dein Hund das hört, dann versteht er das auch. Aber bei mir ist das Ding halt, Leute, ich bin ehrlich zu euch, ja, wenn ich sauer bin, rede ich meistens eher auf Türkisch und wenn ich ja normal bin, dann eher auf Deutsch. Aber keine Ahnung, ich wollte eigentlich, Leute, das ist richtig dumm. Mach das lieber so, weil in einer Sprache, weil okay, Floyd versteht manche Sachen auf Türkisch und Michima versteht ja fast nur Türkisch. Und das ist eigentlich sehr dumm, weil wenn du zwei Hunde hast, weil Floyd versteht Deutsch und Michima nur Türkisch und das ist so. Das ist auf jeden Fall keine gute Sache, Leute. Ich bereue das auf jeden Fall. Ich wünschte, ich hätte mich lieber auf Deutsch erzogen. Und was wahrscheinlich auch noch sehr viele Fragen werden ist, wie bringe ich das meinem Hund bei, dass er ihn auf jeden Fall nicht in die Wohnung pisst und nicht in die Wohnung kackt? Also wenn es dazu kommen sollte, dass euer Hund in die Wohnung kackt oder pisst, ich habe das genauso wie jeder andere auch gemacht. Ich habe meinen Hund halt an die Stelle gebracht, wo er gekackt und gepisst hat und habe halt pfui und war halt ein bisschen sauer und habe dann halt meinen Hund weggeschickt, so dass er es auch noch gerochen hat und wusste, dass das was Falsches ist. Dass man halt nicht in die Wohnung kackt und nicht pisst. Aber ich habe das eher dann auch noch so schnell gemacht, dass die erst gar nicht die Chance dazu hatten, in der Wohnung zu pissen und kacken. Nachdem ich denen immer was zu essen gegeben habe, bin ich immer direkt mit denen rausgegangen. Und Leute, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum manche Menschen immer behaupten, man müsste 10-mal am Tag oder alle 2 Stunden mit ihren Hunden rausgehen. Digga, das bin ich noch nie in meinem Leben. Ich bin noch nie in meinem Leben mit meinen Hunden 10-mal am Tag rausgegangen, als die ein Welpe gewesen sind. Allerhöchstens 4-5 Mal, aber mehr nicht. So, ja, also, keine Ahnung. Bei mir war noch nie irgendwie das Problem so. Also, ja, ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum man 10-mal am Tag oder alle 2 Stunden mit dem Hund rausgehen sollte. Tschüss! Auch noch eine Frage, die ich wirklich sehr häufig gestellt bekomme, ist, wie habe ich es meinen Hunden beigebracht, dass sie alleine bleiben können? Leute, ihr müsst einfach daran denken, als ich meine Hunde geholt habe, hatte ich auf jeden Fall immer Urlaub. Und ich habe das dann immer so gemacht, dass, also die ersten 5 Tage habe ich das nicht gemacht, aber ab dem 6. Tag habe ich dann halt angefangen, halt meine Hunde 10 Minuten alleine zu lassen. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann ein Leckerli gegeben. Und dann habe ich die eine halbe Stunde alleine gelassen. Erstmal 20 Minuten, dann eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Und immer wenn ich gekommen bin, habe ich den Leckerli gegeben, damit sie das alleine sein mit etwas Positivem verbinden. Und ja, so einfach mit der Zeit habe ich das einfach geübt und die mal ein bisschen länger alleine gelassen und dann hat es von alleine hingehauen. Also es war jetzt nicht irgendwie schwierig. Also ich denke, wenn ihr das auch machen werdet, dann wird es gar nicht so schwer sein. Also gar kein Problem. Und die letzte Frage von ihr ist, wie habe ich das hinbekommen, dass meine Hunde erst sitzen, bevor ich ihnen Essen gebe und erst dann Erlaubnis geben muss, dass sie auf jeden Fall ans Essen rangehen. Also ich habe das auf jeden Fall so gemacht, dass wenn sie ans Essen rangehen wollten, ich sie immer weggedrückt habe. Und ja, wenn sie wieder ans Essen gegangen sind, habe ich sie halt wieder weggedrückt. Und dann mussten sie halt still sitzen und ja, dann habe ich irgendwann angefangen immer so Tamam zu sagen. Also auf Deutsch heißt es okay. Und wenn ich jetzt immer noch, also die müssen erst sitzen. Also ich habe das ja so gemacht, die sollten sich hinsetzen und wenn die sich dann hingesetzt haben, dann habe ich gesagt, tamam, dann sind die halt von alleine daran gegangen. Also so schwer war das eigentlich nicht. Okay, Huskies sind stur, dominant, das wissen die alle mittlerweile schon,
aber es gehört auch ein gewisses Durchhaltevermögen, dass du das auf jeden Fall auch durchziehst. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall die ersten wichtigen Fragen auf jeden Fall beantworten kann und dass, wenn mich jemand auf Instagram anschreibt, dass ich dann dieses Video als Link schenken kann. Hoffe ich auf jeden Fall. Und falls ihr irgendwelche Videovorschläge habt, dann könnt ihr das auch sehr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.